grüße euch, guten Tag, ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi, wir sind zurück in der FIFA 19 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Kleine Geschichte zum Anfang, das letzte Video, was ihr gesehen habt aus dieser Karriere, das war, glaube ich, das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. YouTube wollte mir das als FSK 18 einstufen. Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich dachte, wenn wir jetzt einmal bei FSK 18 sind, ja, würde ich sagen, wir spielen ab sofort FIFA 69. Aus Tobias Textmann wird Tobias Sexmann. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir mit dem nötigen Esprit in die Spiele. Nein, ist natürlich Quatsch. Ich weiß nicht, was der YouTube-Algorithmus da vorgehabt hat. Jedenfalls, ich hoffe, jeder von euch hat es gesehen, das Spiel gegen Wolfsburg. Es war, Spoiler, ein 2:1 Sieg. Milot Rashica, ist der cool, oder? Ist der cool? Und heute Rückspiel im 16. Finale der Europa League bei PSV Eindhoven. Warum sage ich PSV? Weil das die holländische Aussprache ist. PSV könnte man auch sagen, ja, aber ich sage PSV, weil es einfach die niederländische Aussprache davon ist. Und das ist eigentlich ganz gängig, weil da ja jemand oder einige von euch gesagt haben, da steht ein V und kein B, ja. Vita Arp, 6 Tore in der Europa League gemacht. Sehe ich ja jetzt erst. In der Europa League ist Arp unser Torjäger. Okay. Okay. Wenn ich sehe, dass Silva gar nicht so bei 100% ist. Boah, es ist halt ein brutal wichtiges Spiel, ne? Es ist ein brutal wichtiges Spiel. Es geht ums Weiterkommen. In der Abstimmung, als ich euch gefragt habe, wie weit kommen wir in der Europa League, war ja Finale oder Titel ganz weit vorn bei euch. Wir lassen Arp heute von Anfang an spielen. Das ist durchaus eine Überraschung, glaube ich, für einige. Aber ein bisschen einen Überraschungsmoment schaffen, das ist ja, glaube ich, nicht verkehrt. So, und Augustinsson wird beginnen für Kehrer. Dann haben wir ganz einfach mit Kehrer noch eine Möglichkeit, dann zu wechseln. Wenn ich auch Sevelkovic nicht ganz auf Höhe Klasen. Oh. Ihr könnt euch übrigens schon mal, macht euch gern schon mal schlau, adäquate Ersätze im offensiven Mittelfeld. Weil Davy Klasen ist, glaube ich, langfristig gerade für die nächste Saison dann nicht zu halten. Rein. Aus dem einfachen Grund, dass, ja, ich glaube, wenn wir nächstes Jahr Champions League spielen, danach sieht es ja im Moment aus, wird er Backup. Und um in der Champions League zu bestehen, brauchen wir auf der 10 noch ein bisschen mehr Qualität, glaube ich. Wir haben Maxi Eggestein, der das richtig gut macht. Aber jetzt dürfen wir gerne auch noch neben Maxi Eggestein jemanden haben, der unser Spiel da ein bisschen nach vorne bringen kann. Nichts gegen Davy Klaas, um Gottes Willen. Also 2-1 Stars Hinspielergebnis. Oh, es liegt Schnee. Es liegt Schnee. Was ist denn hier kaputt? Ui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Winterliches Weserstadion. Und es steht so viel auf dem Spiel. Das Weiterkommen in der UEFA Europa League. Wer zieht ein ins Achtelfinale? Werder Bremen hat eine gute Ausgangslage sich erarbeitet. Spieler im Fokus, Gaston Pereiro und Milot Rashica. 7 Tore, der Mann von Eindhoven schon erzielt. Rashica, ja, in der Europa League sind es nur 2 Stück, aber dafür ist er in der Liga ganz einfach auch bärenstark unterwegs. Zuletzt doppelt getroffen gegen den VfL Wolfsburg. Ja, Textmann. Ist ihm kalt, ist die Frage. Saint-Maximin, auch er wieder von Anfang an, kam ja im Winter zu uns und ist ja wirklich eingeschlagen. Der hat nochmal eine ganz eigene Qualität ins Spiel der Bremer gebracht, ist unfassbar dribbelstark, hat einen guten Abschluss, hat einen Torriecher. Und das hilft uns natürlich enorm weiter. Also es ist ein 4-1-2-3-System. So wie wir es halt gewohnt sind. Augustinsson beginnt für Kehrer. Und Fiete Arp,
Der Mann mit der Rückennummer 10 bekommt das Vertrauen von Texman geschenkt und wird beginnen für André Silva. Und das ist die Aufstellung der Gäste. In diesem Sinne würde ich sagen, rein in die Partie. Werder Bremen stößt an in Grün-Weiß. Von links nach rechts im ersten Durchgang. Und PSV Eindhoven, die müssen. Werder Bremen hat zwei Auswärtstore hier erzielt. In Eindhoven haben sie zwei Tore erzielt. Das bringt ihnen dann für dieses Spiel hier natürlich eine ganze Menge. Eine 1:0 Niederlage wäre immer noch verbunden mit einem Weiterkommen. Aber wir schauen erstmal, wie Eindhoven hier in die Partie kommt. Pavlenka das erste Mal gefordert. Malen hat da viel Platz. Maxi Eggestein passt auf, aber trotzdem macht Eindhoven das sehr gut. Der Abschluss und da fehlt gar nicht mal so viel. Hendricks war das aus der zweiten Reihe. Ja, warum nicht? Einfach mal geschaut, ob Pavlenka wach ist. Ball kommt nicht aufs Tor. Rashica, wichtig, dass er da rankam. Augustinsson gegen Lozano. PSV reißt das Spiel hier in der Anfangsphase an sich. Die Flanke ist nicht schlecht. Wieder Maxi Eggestein, der in den ersten 10 Minuten viel mit nach hinten arbeiten muss. Das kann so nicht der Matchplan von Texman gewesen sein, sich hier so einschnüren zu lassen. Pavlenka. Nee, Bremen bisher verunsichert. Man merkt, dass die Mannschaft mit der Anspannung zu kämpfen hat. Augustinsson. Kein Foul. Aber dann spielt Bremen das nicht gut nach vorne. Noch keine einzige wirkliche Torchance von Werder Bremen. Auf der anderen Seite PSV, die hier wirklich viel versuchen. Jetzt vielleicht mal Saint-Maximin mit Tempo. Die Befreiung. Saint-Maximin, ja, der ist ja wirklich nicht zu halten. Saint-Maximin ganz hinten. Wartet Davy Klaassen. Das wäre natürlich das Wunschszenario von Textmann gewesen. Ein Entlastungsangriff und direkt die Führung. Dafür die Flanke aber von Saint-Maximin nicht gut genug. Maxi Eggestein. Da ein Schritt zu spät. Und Pavlenka beschwert sich da auch. Sagt, irgendeiner muss den da am Abschluss hindern. Konaté geht da auch nur zur Seite. Es war natürlich trotzdem dankbar für Pavlenka. Aber trotzdem. Auf Kosten einer Ecke. Wieder ist der Bremer Schlussmann gefordert. Die Bremer wirken da hinten verunsichert. Ab mit Klaassen. Nee, das ist ganz schwach. Das ist ganz schwach. Etwas mehr als 20 Minuten gespielt. PSV drückt aufs 1:0. Pavlenka, langer Ball. Ja, den fängt der Ordner, aber keiner von den Bremern. Starkes Passspiel, Pereiro. 7 Tore hat er gemacht in der Europa League. Bereitet er hier eins vor? Nee, weil Jobamar zur Stelle ist. Eggestein. Klaassen. Nee. Auch da sind die Gäste gedanklich einfach den Schritt schneller. Wollen unbedingt dieses erste Tor.
der Wille ganz einfach größer. Aber natürlich müssen sie trotzdem aufpassen. Wir wissen um die Qualitäten von Werder Bremen. Ja, das war gefährlich von Soet. Malen. Oh, ganz hinten. Augustinsson muss da aufpassen, dass er an Lozano dran bleibt. Die Flanke. Hendricks. Luc de Jong wieder. Hendricks. So, und jetzt macht Bremen das ganz gut. Da stehen sie kompakt und lassen keine Torchance zu. Jetzt mal der Gegenstoß. San Maximo. Mit dem. Oh, gute Idee. Den Ball da durch die Gasse zu spielen. Und jetzt macht Bremen das gut. Jetzt setzen sie PSV hier unter Druck. Erzwingen per Pressing den Ballgewinn. Aber können es gerade nicht zu Ende spielen. Aber da gelang Bremen einmal dieser Druck nach Ballverlust, den sie ja wirklich so anstreben. Das hat jetzt mal gut funktioniert. Sie haben nichts draus gemacht, aber das war mal das Zeichen, wie es gehen kann. Rashica, der Ball flach in die Mitte. Findet kein Bremer Abnehmer. Gut aufgepasst. Rashica mit Fiete ab. Aber gut hinten rausgespielt von PSV. Das war richtig gut. Lozano, der hat Tempo und Augustinsson, das macht er ganz routiniert. Super, wie er seinen Körper reinstellt. So, gelingt Bremen jetzt vielleicht mal der Gegenstoß. Wieder San Maximo auf dem Flügel. Hoch der Ball. Nee, Rashica sieht da kein Land. So, Luc de Jong, das ist natürlich auch ein Hightower. Schauen wir mal, San Maximo ab. Hier ist San Maximo, da ist Fiete ab mit dem Abschluss zum ersten, Fiete ab zum zweiten. Situation immer noch heiß, aber Soet ist zur Stelle. Also zum Ende hin des ersten Durchgangs würde ich sagen, hat sich Werder steigern können. Haben sie ein bisschen aus dem Klammergriff befreien können, der Niederländer. Und gehen mit einem 0:0 in die Pause. Das ist Stand jetzt das Weiterkommen. Also nochmal, gewinnt PSV mit 1:0. Ist alles gut. Sie müssen auf jeden Fall 2 Tore machen, mindestens. Beim 2:1 geht es ja auch erstmal dann in die Verlängerung. Können wir Sargent auch als Zehner spielen lassen? Ja, Sargent ist halt, was die Defensive angeht, eher nicht so ganz weit vorne mit dabei. Zugegebenermaßen Florian Kainz aber auch nicht. Ne, wir brauchen jemanden, der nach vorne die Pässe initiiert. Wir haben Eggestein auf jeden Fall noch, der nach hinten gut mitgearbeitet hat. Aber ich möchte jemanden, der nach vorne vielleicht nochmal den Impuls setzen kann. Und wahrscheinlich ist Josh Sargent da ein guter Ansprechpartner. Also wir schauen mal, wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Aus der Kabine. Es geht um nicht weniger als das Weiterkommen der Europa League. Freistoß Werder. Und die Uhr tickt im Moment grün-weiß. Sargent, bekommt er den? Natürlich bekommt er den. Sargent, Rashica, 1:0 Werder. Joshua Sargent, seine erste Aktion nach seiner Einwechslung und es ist direkt eine Torbeteiligung. Das kann man mal so machen. Das kann man mal so machen. Ganz geschmeidig, einmal über den Ball gestreichelt, mit einer Ruhe, wie du sie in dem Alter nicht mit Selbstverständnis hast.
hat das Auge für Milot Rashica, Textmann. Das war ein Glücksgriff, Sargent einzuwechseln. Und Milot Rashica mit seinem dritten, mit seinem zweiten Tor in der UEFA Europa League. So, und jetzt ist es natürlich für Werder doch erstmal komfortabel. Wobei es dabei bleibt, wenn PSV zwei Tore erzielt, dann geht es hier zumindest erstmal in die Verlängerung. Also daran hat sich erstmal nicht so viel geändert. Guerrero. Abseits. Jetzt noch Wechsel bei den Gästen. Ramselaar kommt rein für Guerrero. Augustinsson schickt Retzos ins Kopfballduell. Der bekommt aber... Okay, das war eine Abseitsposition. Aber hier gab es ja einen hohen Ball auf Retzos, nicht auf Rashica. Okay, merkwürdige Schiedsrichterentscheidung. Rashica hatte damit gerade mal noch gar nichts zu tun. Den Blick hatte der Linienrichter exklusiv inne. So, einmal hoch reingelöffelt. Ja, kann auch Erfolg bringen. Oh, der knallt ans Gebälk. Pavlenka, den guckt er an die Latte. Respekt, wenn er das gesehen hat. Das ist die Reindefinition von Augenmaß. Das kannst du nicht lernen. Gigi Pavlenka. So, alle wieder wach. War nochmal ein kleiner Aha-Moment. Rashica mit Platz. Samaximor. Rashica, schade. Muss Werder eigentlich besser ausspielen. Retzos gegen Luc de Jong. Und früher oder später wird PSV hier aufmachen müssen. Und ich denke, mit dem 2-0 wäre es dann vorbei. Mit dem 2-0 wäre es vorbei, weil dann bräuchte PSV drei Tore. Und dann, ja, die traue ich ihnen im Moment nicht zu. Eggestein, Saint-Maximin. Ja, geht zu Boden. Das war ein Foul. Das kann man pfeifen. Und dann ist es eigentlich auch gelb für die Aktion von Sainsbury. Ja. Finde ich, gibt es da nicht viel zu diskutieren. Wenn er es pfeift, dann ja. Erster Maximor. Umgeradelt und dann den Ball gespielt. Ja, dann können wir auch nochmal wechseln. Und können Thilo Kehre bringen für Miloš Veljković. Positionsgetreuer Wechsel. Konaté mit Eggestein. Er hat eine gute Ballkontrolle. So, und dann kann Bremen das ziemlich unaufgeregt spielen. Ja, Ballverlust Sargent. Aber gut aufgepasst. Also, wenn ich mir das Spiel so anschaue, PSV hat das am Anfang, finde ich, gut gemacht, aber wahrscheinlich ist es ganz einfach so, sie müssen dann auch treffen. Sie müssen in dieser ersten Phase des Spiels ganz einfach auch das Tor machen, weil dann, okay, dann ist hier nochmal Feuer drin. Aber wenn sie es dann nicht machen, ich meine, Bremen hat diese Phase dann ganz einfach überstanden. Das war hier und da mal ein bisschen brenzlig, aber sie haben diese Phase überstanden. Das war das Wichtige. Das ist ihnen gelungen und deswegen geht das wohl auch bisher so in Ordnung. Romero kommt für
Luc de Jong, meine ich. Rashica. Ganz hinten Saint-Maximin. Legt er nochmal nach hinten. Da ist Fiete Arp. Ja, da hat er gedacht, er hätte mehr Freiräume. So, wieder Rashica. Macht er super. Milot Rashica. Sergeant, boah. Das war beinahe eine Kopie des ersten Tores. Dann hätte Rashica sich einmal bedankt. Freistoß für PSV. Die brauchen zwei Tore für eine Verlängerung. Wenn sie noch eins machen, dann werden sie auch nochmal Kraft schöpfen für das zweite vielleicht. Aber im Moment macht Bremen das ganz unaufgeregt. Gut aufgepasst. Augustinsson. Wo ist dieser Wille aus der ersten Halbzeit bei PSV? Der ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen. Fiete Arp, den kriegt er nicht. Ne, das ist dann zu ungefährlich. Und so allmählich sieht es danach aus, als würde Werder die Feierlichkeiten anstimmen können. Das Weiterkommen in der Europa League ist mehr als nur greifbar. Das ist auch dann einfach zu schlecht zu Ende gespielt. Ramselaar mit Malen. Der Ramselaar, eine Flanke. 3 Minuten gibt es Nachspielzeit. Das ist nicht viel. Aber PSV, nee, sie haben dann auch einfach nicht das Glück. Sie haben dann auch einfach nicht das Glück. Und spätestens, wenn so ein Ball nicht reingeht, dann weißt du, es soll heute nicht sein. Dann weißt du ganz einfach, es soll heute nicht sein. So, und jetzt sind die 3 Minuten Nachspielzeit auch so gut wie rum. Ja, das war's. Werder Bremen schlägt PSV Eindhoven mit 1:0 und zieht damit ein ins Achtelfinale der UEFA Europa League. Passend zum Wetter könnte man eigentlich sagen, die Bremer haben das eiskalt heruntergespielt. Und von daher, nach dem ersten Tor war dann auch die Selbstsicherheit wieder da. Die hat zu Beginn der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt. PSV hatte seine Druckphase, hat es aber nicht geschafft, dort in Führung zu gehen. Sonst wird das ein anderes Spiel. Tja, und so ist es im Endeffekt das verdiente Weiterkommen für Werder Bremen. Schauen wir mal, Olympiakos, Huddersfield, Juve, Lazio, Manchester United, Montpellier. Dann haben wir noch Feyenoord. Mal schauen, wer der nächste Gegner wird in der Europa League. Gibt es hier schon die Auslosung zu sehen? Oh oh, da gibt es eine Auslosung. Werder Bremen. Wir spielen gegen Feyenoord Rotterdam. Okay. Wir bleiben also von der Region unseres Gegners. Es ist ja alles ganz vertraut demnach. Alles klar. Es geht im Achtelfinale gegen Feyenoord Rotterdam. Preisgeld gibt es auch. 500.000. Das ist okay. Gut, und beim nächsten Mal dann also das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. 7 Punkte Vorsprung in der Liga. Weil die Bayern auch gegen Schalke verlieren. Das kannst du ja keinem erzählen. Schalke 4., Bayern 2. Okay, ich meine, wir nehmen das einfach so. Es ist ja im Endeffekt, ist ja gut für uns. Die Bayern lassen Punkte liegen. Bitte gerne.
Ich würde sagen, Mädels, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen. Wir hören uns. Geht dann am Wochenende weiter. Weser-Orakel, gern schauen. Das kommt jetzt auch immer 2 Tage vor den Werder-Spielen online. Würde ich ganz gern diese Saison mal noch ein bisschen austesten mit dem Format. Vielleicht etabliert sich das dann zur nächsten Saison. In dem Sinne, danke, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.